Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Es gibt Neues zu berichten über schwarze Löcher und Gravitationswellen. An der Sternwarte in Sonneberg im schönen Thüringen hatte ich einen Vortrag gehalten, und zwar ein Update. Was weiß man jetzt eigentlich? Was ist der aktuelle Stand? Gibt es weitere Entwicklungen? Und vor allem habe ich mir ein neues Ereignis vorgeknöpft. GW190521. Das ist also ein Gravitationswellenereignis, was am 21. Mai 2019 im dritten Beobachtungslauf von LIGO Virgo gemessen wurde. Mittlerweile ist auch der japanische Detektor Kagra dabei. Seit Februar 2020 misst er Gravitationswellen. Das ist ja ein Untergrunddetektor. Das heißt, es geht hier richtig weiter und es werden neue Ereignisse gemessen, neue Erkenntnisse gewonnen. Und insofern sehr spannend, das zu verfolgen. Und es gibt jetzt ein Update. Viel Spaß dabei. Erstmal wollte ich noch mal zu den Grundlagen natürlich was sagen. Was ist überhaupt ein schwarzes Loch? Also es ist eine kompakte Masse. Sie können aus jeder Masse ein schwarzes Loch herstellen. Und die Theorie, die schwarze Löcher am besten beschreibt, ist die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein aus dem Jahr 1915. Er hat es im Herbst veröffentlicht. Das ist im Wesentlichen eine klassische Feldtheorie. Klassisch bedeutet nicht quantisiert. Wir haben hier eine Feldtheorie für die Gravitation, die eine anspruchsvolle Mathematik hat, die man leider nicht in der Schule üblicherweise lernt, einfach weil die Berechnungen damit dann relativ kompliziert sind. Aber wir können einfache Gleichungen aus der Theorie hernehmen und können damit auch Schulphysik machen. Das habe ich zum Beispiel in Lehrerfortbildungen durchgeführt, auch Kosmologie, um dann die wesentlichen Konzepte zu verstehen von gekrümmten Raumzeiten. Das ist ja das neue Konzept, was damit ins Spiel kam. Wir leben in einer Raumzeit, also die drei Raumdimensionen Länge, Breite und Höhe plus die Zeit bilden ein Kontinuum. Das ist erstmal spezielle Relativitätstheorie, Albert Einstein 1905. Und dann hat er eben 10 Jahre später, also dazwischen gab es natürlich auch schon Fortschritte, aber die wesentliche Feldgleichung wurde dann im November 1915 veröffentlicht, die also beschreibt, wie diese Raumzeit gekrümmt werden kann, nämlich durch Energieformen wie Masse. Und das erklärt, dass zum Beispiel auch Licht abgelenkt werden kann durch Massen. Das war mit der Newton-Theorie, die ja auch die bis dato allgemein anerkannte Gravitationstheorie war. Die sagt, dass eben, er kann nicht erklären, dass Licht abgelenkt werden kann durch Massen, und Einsteins Theorie kann das eben beschreiben. Das Extrem ist eben ein schwarzes Loch. Da ist die Raumzeit so stark gekrümmt, dass das Licht eingefangen werden kann in der Nähe von einem schwarzen Loch. Das kommt das Licht nicht mehr weg. Und wenn wir uns hier die Erde anschauen, müssten wir die Erde, das ist ja eine 5 mit 24 Nullen in Kilogramm ausgedrückt, müssten wir diese Masse auf Murmelgröße zusammenquetschen, 1,8 cm Durchmesser. Also wir müssten alle da rein, ja, die Schwiegermutter und so weiter. Und es wird dann sehr kuschelig. Und dann hätten sie aus der Erde ein schwarzes Loch gemacht. Hier habe ich nochmal dargestellt, das Thema Fluchtgeschwindigkeit ist ein sehr gutes Konzept, um das zu veranschaulichen. Also wenn wir zum Beispiel Raketen benutzen, um von der Erde wegzukommen, dann überschreiten wir ja eine Grenzgeschwindigkeit, um die Masse Erde zu verlassen. Und das sind eben diese 40.000 Kilometer pro Stunde, die wir da erreichen müssen. Die hängt eben von dieser Größe der Kugel und von der Masse ab. Kann man sich mit der Newton-Theorie sogar auch ausrechnen, also noch auf klassischem Wege. Und wenn Sie jetzt hier diese Masse zusammenquetschen zu einem schwarzen Loch, dann wird an dem Rand des schwarzen Lochs, der hier angedeutet ist, wird die Grenzgeschwindigkeit gerade die Lichtgeschwindigkeit. Also man muss so schnell sein wie das Licht, um zu entkommen. Und weiter innen geht es eben nicht, weil nichts schneller ist als das Licht. Das ist eben die Aussage von Einsteins spezieller Relativitätstheorie von 1905. Man müsste Überlichtgeschwindigkeit haben, um dann aus dem Inneren des schwarzen Lochs zu entkommen, und deshalb ist es eben nicht möglich. Also das ist ein sehr schönes, ich würde mal sagen, mechanisches Konzept, um zu verstehen, was ein schwarzes Loch ist. Tatsächlich gab es auch schon im 18. Jahrhundert Mitchell zum Beispiel, später auch Laplace, die auch diese Theorie sich überlegt haben, dass es solche dunklen Sterne geben könnte, also ohne auf die allgemeine Relativitätstheorie dann zu kommen, ohne diese Theorie zu benutzen, haben die schon eine Idee gehabt, dass es sowas geben könnte, Sterne, die das Licht einfangen können. Das heißt, das Konzept ist schon älter als die einsteinische Theorie.
Wenige Monate nachdem diese Theorie veröffentlicht wurde, hatte der deutsche Karl Schwarzschild, Theoretiker, Astrophysiker, auch unter anderem Direktor der Sternwarte in Göttingen, die erste und auch die wichtigste Lösung von Einsteins Theorie gefunden, nämlich die nach ihm benannte Schwarzschild-Lösung. Es gibt eigentlich zwei, die innere und die äußere Schwarzschild-Lösung. Die äußere Schwarzschild-Lösung beschreibt ein schwarzes Loch, also eine wirklich punktförmige Masse. Die innere Schwarzschild-Lösung beschreibt eine Kugel, die nicht rotiert, die dieselbe Masse hat wie bei der anderen Lösung, aber die aus einer Flüssigkeit besteht. Also beide Lösungen hat er gefunden während der Kriegswirren. Das war ja die Zeit des Ersten Weltkriegs und er hat es dann eben geschafft. Und ein wesentlicher Radius, der da eben herauskommt, das ist, glaube ich, auch die einzige Gleichung, die ich in dem Vortrag habe, ist hier die Gleichung für den Schwarzschild-Radius auf der linken Seite. Zweimal die Gravitationskonstante g mal die Masse vom schwarzen Loch geteilt durch das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Wenn Sie das jetzt mal mit handelsüblichen Massen probieren, also wie gesagt die Erdmasse für m einsetzen, das wäre dann eine 5 mit 24 Nullen in Kilogramm, setzen die beiden fundamentalen Naturkonstanten ein, kriegen Sie für R eben 9 mm heraus. Das heißt, Sie müssten diese Masse der Erde auf 1,8 cm, ist dann eben das doppelte Durchmesser, zusammenquetschen. Das ist also der Schwarzschildradius der Erde. Wenn Sie hier die Sonnenmasse einsetzen, die Sonne ist ja schwerer als die Erde, eine 2 mit 30 Nullen in Kilogramm ausgedrückt, kriegen Sie die berühmten 3 Kilometer heraus. Das heißt, der Durchmesser wäre dann 6 Kilometer. Sie müssten also den Gasball der Sonne, das ist ja 1,4 Millionen Kilometer Durchmesser, zusammenquetschen auf Stadtgröße, 6 Kilometer Durchmesser, um daraus ein schwarzes Loch zu machen. Das wird mit der Sonne nicht passieren, die ist noch zu leicht. Also Sie brauchen massereichere Sterne. Ab etwa 8 Sonnenmassen wird es interessant und darüber, dass dann diese Sterne wirklich durch die Sternentwicklung an das Ende herankommen und zum schwarzen Loch werden. Es gibt noch Vorstufen von kompakten Objekten. Die Sonne wird zu einem weißen Zwerg werden. Der weiße Zwerg ist ungefähr so groß wie die Erde, steckt aber fast die gesamte Sonnenmasse noch drin. Der ist also auch kompakt, sehr dicht zusammengedrückt, aber eben nicht so kompakt wie ein schwarzes Loch. Die nächste Stufe ist der Neutronenstern. Dann werden die Atome im Prinzip zusammengequetscht, die Elektronen in der Atomhülle zusammengequetscht mit den Protonen im Atomkern. Das wird dann neutronisiert. Der inverse Beta-Zerfall führt dann dazu, dass es nur noch Neutronenmaterie gibt. Das nennt man dann einen Neutronenstern. Das ist fast ein schwarzes Loch. Ein Neutronenstern hat ungefähr 1 bis 2,5 Sonnenmassen. Da ist noch nicht ganz klar, wie schwer die werden können. Das ist relativ schwierig von der Theorie her zu beschreiben. Und die haben aber einen Durchmesser von ungefähr 20 Kilometern. Also fast ein schwarzes Loch. Und dann ab etwa 3 Sonnenmassen sind wahrscheinlich die leichtesten schwarzen Löcher. Da wird es dann also interessant. Da bildet sich dann ein schwarzes Loch im Kollaps in der sogenannten Supernova, in der Sternexplosion von einem massereichen Stern. Also das beobachten die Astronomen. Solche Kandidaten gibt es natürlich. Aber ich wollte noch mal was zur Theorie sagen. Also Karl Schwarzschild hat, wenn wir es mal so schematisch angucken wollen, diese punktförmige Masse beschrieben, die also in einem bestimmten Abstand, den man Ereignishorizont nennt, der charakterisiert eigentlich das schwarze Loch. Also es hat eigentlich zwei Eigenschaften, den Ereignishorizont und eine punktförmige Masse im Zentrum. Und bei diesem Abstand hier, bei dem Ereignishorizont, der ist deshalb so genannt worden, weil er eben das Beobachtbare von dem unbeobachtbaren Universum trennt. Also alles vor dem Ereignishorizont können wir noch sehen. Es wird zwar, wenn Sie zum Beispiel Strahlung haben, die halt vor dem Ereignishorizont abgestrahlt wird, dann kämpft die natürlich gegen die Gravitation an, verliert dabei Energie und auch Intensität, aber wird eben rot verschoben und kann auch beobachtet werden. Das ist bei Neutronensternen übrigens genauso, ist auch bei der Erde so. Also wenn Sie hier mit dem Laserpointer an die Decke schießen, dann kämpft das Licht gegen die Gravitation der Erde an. Das heißt, wenn das Licht dort oben an der Decke ankommt, hat es ein bisschen Energie verloren. Und Sie wissen ja, was passiert, wenn Licht Energie verliert, dann verändert es seine Farbe. Das heißt, na gut, wenn Sie hier mal hinschauen, auf dem gleichen Niveau ohne Klettern im Gravitationsniveau sieht es genauso grün aus wie an der Decke. Aber es wurde tatsächlich im Jahr 1960 nachgemessen, dass dieser Effekt, den man Gravitationsrotverschiebung nennt, passiert im Pound-Repka-Experiment. Haben wir Kreide? Ja. Wollte ich nochmal kurz anschreiben.
Hausaufgabe, ne? Pound Repka. 1960. Also das wurde schon sehr früh nachgewiesen, dass es diesen Effekt geben muss. Übrigens, das war glaube ich 1926. Also nageln Sie mich nicht auf das Jahr fest, aber das war Adams. Der hatte den Effekt bei weißen Zwergen nachgewiesen. Also in der Nähe von diesen kompakten Objekten kämpft natürlich auch das Licht an. Der Effekt ist bei weißen Zwergen viel stärker als bei der Erde, weil weiße Zwerge viel kompakter sind. Und da hatte man eben gesehen, dass die Spektrallinien auch hier zum Roten hin verschoben werden durch diesen Effekt, dass das Licht gegen die Gravitation ankämpft. Das heißt, es muss dieses Phänomen geben, aber das Schwarze Loch selber hat man eben noch nicht nachgewiesen. Und das ist eben, jetzt ist es mit dem Nobelpreis prämiert worden, das ist eben sehr, sehr schwierig. Zweiter Punkt, es gibt auch andere Formen von schwarzen Löchern. Also dieses schwarze Loch hat nur die Eigenschaft Masse. Dieses schwarze Loch hat dieselbe Masse, aber es hat noch die Eigenschaft Rotation. Und deshalb gibt es dann hier auch neue Bereiche, nennt man die Ergosphäre. Sie müssen sich also vorstellen, wenn Sie sich diesem schwarzen Loch nähern, dann wird alles in Rotation versetzt. Sie merken das vor Ort aber gar nicht, weil der Raum sozusagen selber rotiert. Das heißt, Ihre direkte Umgebung, wenn Sie so ein Astronaut wären, der in ein rotierendes schwarzes Loch hineinspringt, dann merken Sie in der direkten Umgebung nicht, dass der Raum rotiert, aber eben, wenn Sie in die Ferne schauen, merkt man, dass man sich auf so einem Karussell befindet, weil der Raum, es ist so ähnlich, man kann es vergleichen, wie wenn Sie einen Löffel nehmen und den im Honig rumdrehen, der äußere Bereich weit weg, der bleibt ganz normal, aber der innere Bereich, der wird verdreht. Und so wird auch die Raumzeit verdrillt bei diesen rotierenden schwarzen Löchern. Das heißt, wir haben hier was Besonderes, wir haben eine Drehachse, die gibt es hier nicht. Dieses schwarze Loch ist kugelsymmetrisch, das ist achsensymmetrisch, nämlich zu der Drehachse symmetrisch. Und Licht, was zum Beispiel jetzt ankommt, oder auch Materie, wird zwangsläufig in Rotation versetzt, weil der Raum selber rotiert. Es gibt astronomisch einige Kandidaten für schwarze Löcher, die beobachtet wurden, die auch rotieren müssen. Und wenn Sie mich fragen, das meiste, was da draußen so kreucht und fleucht, rotiert, Sterne, Galaxien, warum nicht auch schwarze Löcher? Vor allem auch, wenn Sie mal sich die Neutronensterne anschauen, das sind ja extrem schnelle Rotatoren. Das ist dieser Effekt wie bei dem Eiskunstläufer. Sie packen die Masse näher an die Drehachse ran, verringern dann das Trägheitsmoment und dadurch rotiert dann der Stern schneller. Das heißt, wenn ein Vorläuferstern, der viel größer ist, zum Neutronenstern wird, wird die Materie viel dichter an die Drehachse gepackt, Trägheitsmoment wird kleiner und dadurch wird die Rotation höher. Und das erwartet man eben auch bei den schwarzen Löchern. Deshalb, wenn Sie mich fragen, würde man erwarten, dass die meisten schwarzen Löcher rotieren. Wenn Sie dann noch weiterhin Materie aufsammeln, die Materie besitzt ja auch Drehimpuls, also die Eigenschaft Rotation, wird auch zusätzlich nochmal Drehimpuls übertragen. Das heißt, die werden immer schneller. Astrophysiker erwarten auch, dass die so an dem Limit, am Grenzlimit tatsächlich rotieren. Was ist das Limit, wenn der Horizont hier mit Lichtgeschwindigkeit rotiert? Das ist die Grenze, schneller geht's nicht. Hier sehen Sie von einem Grafiker von der ESO, Martin Kornmesser, die Darstellung, wie man so ein schwarzes Loch künstlerisch darstellen würde. Erstmal brauchen wir natürlich irgendwas, was leuchtet in der Umgebung vom schwarzen Loch. Das ist hier die einfallende Materie. Und Sie sehen hier das schwarze Loch, was sich selber dann eben verrät durch den Ereignishorizont, weil eben einfach jede Strahlung, die hier abgestrahlt wird, unendlich stark gravitationsrot verschoben wird. Das heißt, hier beginnt die absolute Schwärze, die Dunkelheit vom schwarzen Loch. Es wurde auch ein Bild dazu veröffentlicht im April 2019. Habe ich jetzt nicht in dem Vortrag drin, kann ich Ihnen gerne zeigen, aber Sie kennen das bestimmt. Das Event Horizon Telescope hatte das erste Foto von einem schwarzen Loch mithilfe von Radioantennen aufgenommen. Das war das sehr schwere schwarze Loch in der elliptischen Galaxie Messier 87 in 50 Millionen Lichtjahren Entfernung. Und das Problem ist einfach, dieser winzige Fleck hier, der ist also unheimlich schwierig aufzunehmen, weil die schwarzen Löcher einfach so kompakt sind, ist dieser Fleck wahnsinnig klein. Also wir hatten gesagt, bei einer Sonnenmasse 6 Kilometer Durchmesser. Wenn Sie also, nehmen wir mal an, wir haben ein schwarzes Loch von 10 Sonnenmassen, was aus dem Kollaps von einem massereichen Stern hervorgegangen ist, dann haben wir 60 Kilometer Durchmesser von diesem schwarzen Fleck.
Typischerweise sind aber die schwarzen Löcher Lichtjahre entfernt und dann müssen sie etwas auflösen als Astronomen, was nur 60 Kilometer groß ist. Das ist also jenseits der Auflösungsgrenze, das können Sie abhaken, können Sie vergessen. Aber diese sehr schweren schwarzen Löcher, die in den Zentren von Galaxien sitzen, Millionen bis Milliarden Sonnenmassen, da wird es wieder interessant, die sind also so viel schwerer, dass dieser Fleck einfach viel, viel größer wird. Die Entfernung ist zwar auch größer, weil da müssen wir bis zu den nächsten Galaxien schauen, aber das Verhältnis ist da günstiger, sodass es im Wesentlichen zwei gute Kandidaten gibt, wo man diesen sogenannten Schatten des schwarzen Lochs wirklich aufnehmen kann, Messier 87 und das Zentrum der Milchstraße. Das Zentrum der Milchstraße ist 27.000 Lichtjahre entfernt und Messier 87 50 Millionen Lichtjahre. Und die Größe von dem schwarzen Fleck, wenn Sie es mal vergleichen wollen, ist so viel, wie wenn Sie ein 2-Euro-Stück auf dem Mond platzieren würden und Sie wollten von der Erde aus dieses 2-Euro-Stück erkennen wollen. In knapp 400.000 Kilometern Entfernung. Also das schaffen die und das wurde im April 2019, ist es wirklich gelungen. Es ist schwieriger, das im Zentrum der Milchstraße zu fotografieren, also fotografieren in Anführungsstrichen. Ich habe mich da schon im Kopf und Kragen geredet, weil es ist kein Foto, ja, es ist ein Bild, es ist eine radiointerferometrische Aufnahme und das liegt einfach daran, dass man das eben mit Radiowellen besonders gut aufnehmen kann, weil die Radioastronomen die schärfsten Augen haben, in Anführungsstrichen, also die können einfach die feinsten Strukturen am Himmel überhaupt auflösen, also besser als optische Astronomen, besser als Nahinfrarot und erst recht besser als Röntgen, Röntgen können sie abhaken. Hier sehen Sie also die Akkretionsscheibe, das ist sozusagen das helle Leuchten. Und genau das hat man übrigens jetzt auch gemessen mit Messier 87. Man sieht sozusagen den hellen leuchtenden Ring und den schwarzen Fleck, wie man das hier auch erwartet. Das heißt, man hat hier offenbar einen Ereignishorizont aufgenommen. Innen drin sozusagen sitzt, wenn Schwarzschild recht hat, eine Singularität, also eine punktförmige Masse. Man könnte auch sagen, die Krümmung wird dort unendlich. Die Krümmung der Raumzeit wird unendlich. Man kann auch noch das anders ausdrücken. Es gibt auch einen Zeitaspekt. Bei der Gravitationsrotverschiebung gehört auch immer eine andere Seite der Medaille dazu, nämlich die Zeit. Und Sie können es auch so sagen, das Innere des schwarzen Loches liegt von uns aus betrachtet als Außenbeobachter in unserer unendlichen Zukunft. Und da kommt übrigens Roger Penrose ins Spiel, der jetzt den Nobelpreis bekommen hat. Der hat es auch mit vorangetrieben, diese Beschreibungsweise. Also wir können das gar nicht sehen, weil es nicht auf unserer Zeitebene sozusagen ist. Es liegt in unserer Zukunft. Wir müssten selber zu dem schwarzen Loch hinfliegen, hineinstürzen, wären dann selber in der Singularität, dann können wir sagen, alles klar, da ist die Singularität, aua, ja, tut dann halt weh. Denn je nachdem, wie groß das schwarze Loch ist, werden wir von den Gezeitenkräften zerrissen, die halt einfach in der Nähe vom schwarzen Loch wirken. Also bei den stellaren schwarzen Löchern, die ungefähr 10 Sonnenmassen haben, wird dieser Zerriss durch Gezeitenkräfte vor dem wird in dem Ereignishorizont innerhalb geschehen. Und bei den schweren schwarzen Löchern, und da wird es interessant, bei ungefähr 100 Millionen Sonnenmassen, liegt dieser Zerrissradius sozusagen außerhalb. Dann könnte man das noch sehen. Wenn Sie also ein schwarzes Loch, eine Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie, wirklich nachweisen wollen, müssen Sie zwei Sachen nachweisen, die zwei Eigenschaften von dem nicht rotierenden schwarzen Loch, nämlich es hat einen Ereignishorizont, also einen Bereich, wo absolut gar keine Emission rauskommt, absolute Schwärze, und Sie müssen nämlich innerhalb des Ereignishorizonts sitzend diese Krümmungssingularität nachweisen. Und das ist in der Form nicht gelungen. Auch nicht den Beobachtern, die den Nobelpreis jetzt bekommen haben, dafür. Und das möchte ich Ihnen anhand der Formulierung zeigen. Springen wir gleich mal auf die Beobachter drauf. Hier steht nämlich, wofür haben die beiden Beobachter, Reinhard Genzel und Andrea Ghez, zwei Astronomen, die Gruppen leiten, die vor allem im Nahinfrarot in das Zentrum der Milchstraße schauen und sich dort dieses sehr schwere schwarze Loch angucken. Sie haben den Preis bekommen for the discovery of a supermassive compact object at the center of our galaxy. Merken Sie was? Compact object, da steht nicht black hole. Bei Penrose steht for the discovery that a black hole, hier steht's, that black hole formation is a robust prediction of the general theory of relativity.
Also das ist, da müssen Sie auf die Formulierung achten. Sie haben es nicht für das schwarze Loch in Zentrum Milchstraße bekommen. Natürlich glaubt jeder daran, dass es da ein schwarzes Loch gibt. Aber wie gesagt, man hat nicht den Ereignishorizont nachgewiesen und auch nicht die Singularität. Das sind beides die Eigenschaften vom schwarzen Loch und das müsste man nachweisen. Keiner zweifelt daran, denn was haben die eigentlich gemacht? Sie haben sich die Sternbewegungen angeschaut von Sternen im Herzen der Milchstraße. Also sie gucken 27.000 Lichtjahre weit auf Sternbewegungen und stellen fest, hoppla, das sind die schnellsten Sterne unterwegs, die überhaupt in der Milchstraße existieren. Die haben nämlich Geschwindigkeiten von einigen tausend Kilometern pro Sekunde. Schneller sind keine anderen Sterne. Die Sonne kreist mit 220 Kilometer pro Sekunde um das Zentrum der Milchstraße und die haben sozusagen einige tausend. Jetzt können Sie dieselben Gesetze benutzen wie im Sonnensystem, nämlich welche beschreiben die Bewegung der Planeten? Ich muss mal kurz nachfragen, ob Sie noch bei mir sind. Wenn ich in offene Münder schaue, weiß ich Bescheid. Geht nur schlecht, ne, mit Maske. Wie heißen die Gesetze? Genau, die Kepler-Gesetze. Die beschreiben die Bewegung der Planeten. Und Sie können aus dem dritten Kepler-Gesetz zum Beispiel die Sonne wiegen, ohne dass Sie auf die Sonne schauen. Sie brauchen sich nur einen Planeten anschauen. Sie gucken sich an, wie lange braucht der Planet, um einmal um die Sonne zu kreisen und wie groß ist die Halbachse, nämlich im Prinzip der Bahnradius von dem Planeten. Und aus diesen beiden Größen können Sie mit dem dritten Kepler-Gesetz ausrechnen, wie groß die Sonnenmasse ist. So kommen Sie auf diese 2 mit den 30 Nullen in Kilogramm. Das haben die also auch gemacht. Das ist das Schöne an den Naturwissenschaften. Sie können dieselben Gesetze, die so fundamental sind, die übrigens auch aus der Newtonschen Physik folgen, können Sie benutzen. Es gibt dann natürlich Änderungen. Wenn Sie ganz nah an das schwarze Loch herangehen, gibt es Korrekturfaktoren, dann ist es keine newtonsche Bewegung mehr. Aber weit, also in so einer Entfernung, das sind, wenn Sie es mal auf die, wenn ein Theoretiker sagt, das sind ungefähr 1000 Schwarzschildradien, das ist also noch so weit weg eigentlich vom schwarzen Loch, dass man sagen könnte, da können Sie newtonsch rechnen. Diese Sterne, die sogenannten S-Sterne, wurden beobachtet von Reinhard Genzel und Andrea Ghez und das schon seit den 1990er Jahren. Also Reinhard Genzel hat ein bisschen früher angefangen, erst mit dem New Technology Telescope in Chile auf La Silla und das war ungefähr 1992, wo die angefangen hatten. Deshalb ist die ESO, die Europäische Südsternwarte, auch besonders happy jetzt über den Nobelpreis, denn Reinhard Genzel hat die ESO-Teleskope benutzt und danach kam ja das Very Large Telescope, das VLT, auf dem anderen Berg, auf dem Paranal dazu, was dann auch benutzt wurde und die Gruppe hat verschiedene Spektrographen entwickelt, erst NACO, dann Symphony und mittlerweile der neueste heißt Gravity. Mit diesen Spektrographen hat man extrem genau in das Zentrum der Milchstraße reingeschaut und Andrea Ghez hat das Gleiche gemacht, aber mit den Keck-Teleskopen auf Hawaii, oben auf dem Mauna Kea, der heilige Berg der Hawaiianer. Dort wurde also auch beobachtet im Nahinfrarotbereich. Und beide Gruppen haben dazu beigetragen, die Technik namens adaptive Optik weiterzuentwickeln. Also auch das wurde im Prinzip mit ausgezeichnet. Denn das Problem ist ja, es sind erdgebundene Teleskope, es ist nicht das Weltraumteleskop Hubble, es sind erdgebundene Teleskope und wir müssen durch diese trübe und turbulente Erdatmosphäre durchschauen, um in das Zentrum der Milchstraße zu gucken. Und dann wabert das so hin und her, das Bild, weil es einfach in der Atmosphäre Turbulenzen gibt. Und man kann das aber, also wenn Sie sich das so vorstellen, da kommen also die Lichtwellen, kommen aus der Ferne von diesen Sternen an und diese Wellenfront wird gestört durch die Turbulenzen und deshalb wird das Bild unscharf. Und die adaptive Optik ist eine Methode, um technisch diese Wellenfront wieder gerade zu biegen, zum Beispiel indem man einen künstlichen Stern erzeugt in etwa 90 Kilometer Höhe, das nennt man dann den Laserstern. Man schießt mit einem Laser von dem Teleskop in die Atmosphäre, erzeugt da einen hellen Punkt genau im Gesichtsfeld des Teleskops und kann dann nachstellen, kann sozusagen feststellen, wie turbulent die Atmosphäre ist und kann das Bild eben mit Hilfe dieser ständigen Aufzeichnung dann scharf stellen. Und das wurde verbessert. Vielleicht haben Sie das schon mal gesehen. Da gibt es dann auch schöne
Ich habe jetzt leider keine Simulation dabei zu dem Thema. Wir machen ein separates Video für Urknallwelt erleben, genau zu dem Thema. Da werden wir das dann auch zeigen, wie man scharf stellen kann. Also man sieht im Prinzip so ein Wabern dieser Sterne im Zentrum Milchstraße. Und wenn Sie die adaptive Optik einschalten, werden plötzlich diese Bilder der einzelnen Sterne gestochen scharf und man kann dann wunderbar diese Sterne nachverfolgen. Der innerste Stern, S2, der über viele Jahre nachverfolgt wurde, braucht 15 Jahre für einen Umlauf um das Zentrum der Milchstraße. Und in den 90er Jahren hat man angefangen und dann hat man also 15 Jahre später auch den kompletten Umlauf gesehen. Und da sieht man wunderbar eine schöne ellipsenförmige Bahn, die dieser Stern beschreibt. Und diese Kepler-Ellipse hat man eben dann untersucht und hat so die Masse von dem schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße bestimmt, relativ genau. Also was Sie mit diesen Sternbewegungen machen können, ist genauso wie bei dem Sonnensystem das Zentrum wiegen. Und dann stellt man fest, hoppla, die Region, wo die Sterne sich befinden, ist nicht viel größer als das Sonnensystem. Aber innerhalb die Zentralmasse sind ungefähr 4 Millionen Sonnenmassen. Also nicht eine Sonnenmasse wie im Sonnensystem, sondern 4 Millionen mal mehr. Und deshalb ist die beste Erklärung, die man hat, wenn man nämlich da hinschaut, sieht man kein großes Leuchten oder so. Man sieht ab und zu mal ein Flackern, aber man sieht keine helle Quelle, also nicht irgendwie einen Sternhaufen oder sowas. Und deshalb ist eben die beste Erklärung, es muss ein schwarzes Loch sein oder eben sehr zurückhaltend formuliert, a supermassive compact object, also ein supermassereiches, kompaktes Objekt. Roger Penrose, um auch natürlich über ihn ein Wort zu verlieren, hier sehen Sie, da steht ein Halb, hier ein Viertel. Also es ist meistens so, dass eben es gibt maximal drei Preisträger und das Nobelkomitee hat immer die schwere Aufgabe, maximal drei Leute auszuzeichnen. Wenn Sie sich mal auf nobelprize.org sich die Liste anschauen, es gibt auch manchmal Fälle, wo nur zwei Leute ausgezeichnet wurden, aber eben nicht vier. Und die schwierige Frage ist eben dann, wer soll diesen Preis bekommen? Jetzt kann man sich fragen, also ich hatte noch vor dem Dienstag per Twitter über unseren Account von Stern und Weltraum getwittert, eine Liste von möglichen Kandidaten. Diese beiden Namen hatte ich auf der Liste mit drauf gehabt, für Leute, die einfach das verdient hätten, den Nobelpreis für Physik zu bekommen. Aber im Prinzip hätten die schon vor 20 Jahren oder auch vor 10 Jahren den Nobelpreis bekommen können für dasselbe Thema. Denn im Wesentlichen sind diese ganzen Arbeiten, die ganze Vorarbeit war schon damals verfügbar. Es ist also nichts irgendwie in den letzten 5 Jahren groß dazugekommen. Natürlich haben die ihre Instrumente weiterentwickelt, haben Gravity benutzt, haben zum Beispiel die Gravitationsrotverschiebung beobachtet von einem der Sterne, nämlich von S2. Man sieht also, dass diese Strahlungsemission des Sterns durch die Nähe vom schwarzen Loch verzerrt wird, sozusagen, nämlich Gravitationsrotverschieben wird, weil dieses schwarze Loch an dem Licht des Sterns zieht. Also das hat man mit Gravity zum Beispiel beobachtet, mit diesen Spektrographen am Very Large Telescope. Und Andrea Ghez hat eben auch wichtige Beiträge geleistet. Die beiden Gruppen haben auch zusammengearbeitet, haben die Daten in einen Topf geworfen und man sieht dann eben sehr schön, wie auch das übereinstimmt und die verschiedenen Sterne um das schwarze Loch kreisen. Die kreisen übrigens auch nicht in einer Ebene, diese S-Sterne, sondern es sind mehr oder weniger wilde Orbits um das schwarze Loch im vollen dreidimensionalen Raum. Und jetzt können Sie natürlich noch eine weitere Information sich zunutze machen, den Doppler-Effekt. Also wenn der Stern gerade sich auf Sie zubewegt, also auf uns, auf der Erde nämlich, auf das Sonnensystem zubewegt, wird das Licht blau verschoben. Wenn der Stern wieder sich wegbewegt, wird es rot verschoben. Das ist dann der Doppler-Effekt, der hier eine Rolle spielt. Und so können Sie wirklich auch in 3D ein Gefühl bekommen, wie diese Ellipse im Raum liegt. Denn wenn Sie nur eine Ellipse an sich am Himmel sehen, ist ja die Frage, wie die im Raum in 3D gekippt sein kann. Und die Information bekommen Sie, wenn der Stern eben sich gerade zum Beispiel hier, soll ein Stern sein, sorry, ich bin Theoretiker, kein Künstler. Hier haben Sie Blauverschiebung, hier haben Sie Rotverschiebung. So können Sie also über die Verschiebung von Spektrallinien auch ein Gefühl dafür bekommen, wie diese Ellipse im Raum liegt. Das sind also alles Arbeiten, die da gemacht wurden und die im Prinzip prämiert wurden. Roger Penrose, das geht viel weiter zurück. Also er ist, ich glaube, Jahrgang 1931. Reinhard Genzel ist Jahrgang 1952. Die jüngste ist Andrea Ghez, Jahrgang 1965. Er ist die vierte Frau, die den Nobelpreis für Physik bekommen hat.
Roger Penrose, mehr oder weniger schon Urgestein, kann man sagen, in der Wissenschaft, hatte die wesentlichen Beiträge, die jetzt hier prämiert wurden, in den 60er Jahren geliefert, zusammen mit Stephen Hawking. Und es geht hier, also das ist deutlich schwieriger zu erklären, was sein Verdienst ist, als das, was die Beobachter geschafft haben. Die Beobachter, kann man sagen, haben im Wesentlichen Sterne gemessen um ein schwarzes Loch. Und wir wissen deshalb die Masse vom schwarzen Loch und andere Eigenschaften. Bei ihm ist es so, er hat die Theorie dahinter verfeinert, zum Beispiel das Konzept der Einfangfläche, wie das genannt wird, Trapped Surface, hat er in den 1960er Jahren entwickelt und hat daraus geschlossen, also wenn ein Stern kollabiert, in sich zusammenstürzt, bildet sich also irgendwann so eine Einfangfläche aus. Das bedeutet, das Licht hat gar keine Möglichkeit mehr nach außen zu dringen, es muss nach innen gehen, also alles, alle Trajektorien, alle möglichen Bahnen für Licht und Materie deuten nach innen, deuten sozusagen zur Singularität. Und dann ist der Kollaps des Sterns auf einen Punkt unvermeidlich. Das nennt man die Singularitätentheoreme von Penrose und Hawking. Später kam auch Hawking dazu, der hier wichtige Beiträge geleistet hat. Und er hat Ende 1964 angefangen, sich diese Gedanken zu machen und hat dann eine wichtige Publikation im Jahr 1965 gehabt zu dem Thema. Und im Jahr 1970 kam Hawking dazu, da haben die beiden zusammen publiziert, allerdings dann mehr zu den Singularitäten des Urknalls und haben sich das genauer angeschaut. Auch hier gilt, diese Singularität ist eben unvermeidbar, wenn wir uns die Konzepte der allgemeinen Relativitätstheorie zunutze machen. Deshalb steht es also hier drin, General Theory of Relativity. Und ein zweiter Punkt, der wichtig war, ist, dass die Energiedichte positiv sein muss, also nicht negativ. Aber kennen Sie was, wo die Energiedichte negativ ist? Könnte bekannt sein. Dunkle Energie. Zum Beispiel, da haben wir einen negativen Druck. Also das ist etwas, was antigravitativ wirkt. Und das ist das, was ja das Universum beschleunigt expandieren lässt und größer werden lässt. Und hier ist also der Ansatz, wenn die Energiedichte positiv ist und die Gravitation durch die Einsteinsche Theorie beschrieben wird, dann sind Singularitäten unvermeidlich. Das ist dieses Theorem von Penrose, wofür er jetzt ausgezeichnet wurde. Gut, ich sehe, Björn, die Zeit. Er redet zu viel, aber wir reden natürlich auch über Gravitationswellen. Schon wieder Einstein, er hat nämlich seine eigene Theorie benutzt, um natürlich damit auch zu arbeiten. Immer wenn Massen beschleunigt werden, also wenn ich hier wild mit dem Arm rudere, werden Gravitationswellen erzeugt, eine Wellenform, die also was ganz anderes ist als elektromagnetische Wellen, nämlich eine Wellenform, ein Beben der Raumzeit, was sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Die breiten sich genauso wie elektromagnetische Wellen auch im Vakuum aus. Sie sind auch genauso schnell. Das ist C, die Geschwindigkeit, also diese 300.000 Kilometer pro Sekunde, gilt in beiden Fällen. Und wie muss man sich das vorstellen? Hier ist eine sehr schöne Animation der ESA, wie so eine Verformung von Raum und Zeit dann eben stattfindet. Also die Welle läuft hier von rechts hinten nach links vorne und hier sind ein paar Ringe zu sehen. Man könnte einfach sich vorstellen, dass da bestimmte Massen auf dem Ring angeordnet ist. Und wenn jetzt also so eine Gravitationswelle durchläuft, das ist jetzt auch eine bestimmte Gravitationswelle, man sieht, dass das so eine kreuzförmige Verformung hier bewirkt. Man spricht dann von der Pluspolarisation. Es gibt noch eine, die hat so eine Kreuzpolarisation. Dann sieht man also, oder man könnte auch hier diesen Bergkamm beobachten, dann bleibt es sozusagen die Verformung auf den Bergkamm oder auch hier unten auf diesem Kamm. Also es ist auch denkbar, dass die Welle sich so drehen kann im Raum. Da gibt es also ganz verschiedene Gravitationswellen. Aber das Wesentliche ist, es gibt eine Verformung des Raums selbst. Das heißt, wenn Sie irgendwie auch sich selber hier so im Raum befinden und da kommt eine Gravitationswelle angeflogen, dann werden wir genauso wie hier dargestellt verformt. Das heißt, die Gesichtszüge entgleisen, ja, sie werden abwechselnd dicker und dünner, aber das auf einem Niveau, was kaum nachweisbar ist. Zum Glück, sonst würden wir uns nicht wiedererkennen und sehen den ganzen Tag schrecklich aus und auch die ganze Welt hier würde herumwabern, weil die Gravitationswellen alles verformen. Das Niveau, auf dem das verformt wird, kann man mithilfe der Einsteinschen Theorie nachrechnen. Also nehmen wir mal an, wir hätten die Erde, die ja ungefähr, also nur die Größenordnung in Zehnerpotenzen, 10.000 Kilometer, das ist ein bisschen mehr, 10.000 Kilometer Durchmesser hat,
ausgedrückt in Meter sind es 10 hoch 7. Und die relative Größenänderung, also wenn eine typische Gravitationswelle die Erde trifft, dann wird die Erde um den Faktor oder um 10 hoch minus 13 Meter dicker und dünner. Mehr ist es nicht. Und das ist also das Schwierige. Die Gravitationswellen deformieren Raum und Zeit extrem schwach. Und deshalb hat es auch so lange gedauert, bis sie nachgewiesen wurden. Also 100 Jahre später ist dann erst der Nachweis gelungen. Und wie man sich das dann auch in der Animation vorstellt, was mit der Raumzeit passiert, ist hier zu sehen. Zwei typische Quellen, also ich sagte ja, Gravitationswellen entstehen immer dann, wenn Massen beschleunigt werden. Hier haben wir zwei Massen, die umeinander kreisen. Die werden also beschleunigt, diese Massen, deformieren Raum und Zeit. Und dann breitet sich also hier wie so eine Oberflächenwelle auf dem Meer, breitet sich so eine Welle aus. Und man sieht auch sehr schön am Anfang, in der Nähe der Quelle, ist diese Amplitude, der Ausschlag sehr groß. Und wie das auch bei einer Oberflächenwelle im Meer ist, es klingt langsam ab, es wird schwächer. Die sogenannte Amplitude, der Ausschlag, wird geringer. Das heißt, man könnte im Prinzip, wenn man weiß, was die Quelle ist und man misst an irgendeinem Punkt hier im Raum die Stärke der Welle, kann man so die Entfernung auch bestimmen. Weil man ja weiß, wie stark der Ausschlag hier am Ort der Quelle sein muss. Es klingt auch im Wesentlichen mit 1 durch den Abstand ab, diese Amplitude. Nicht mit 1 durch Abstandsquadrat, das ist bei der normalen Helligkeit in der Astronomie so. Bei der Gravitationswellenamplitude geht die mit 1 durch den Abstand. Wie sieht das Verhalten aus der Amplitude? Diese Gravitationswelle verändert den Ausschlag mit der Zeit. Also sowohl den Ausschlag als auch die Frequenz. Das ist jetzt hier dargestellt für so ein typisches Zweikörpersystem. Sie haben zwei Massen, die sich umkreisen. Was passiert? Die beiden Massen kommen sich durch die Abstrahlung von Gravitationswellen immer näher. Wenn sie sich aber näher kommen, wird die Beschleunigung größer. Das heißt, jetzt wird auch plötzlich, die Massen sind im Wesentlichen gleich geblieben, aber die Beschleunigung wird größer. Das heißt, wir erwarten eine stärkere Gravitationswelle. Deshalb nimmt diese Amplitude hier zu. Dann wird auch die Frequenz zunehmen. Das ist nämlich dann die Anzahl der Wellenberge in einem festen Abschnitt. Sie sehen, wenn ich hier dran gehe, haben wir nur 3 Wellenberge. Gehe ich hier hinten hin, haben wir deutlich mehr als 3, das sind irgendwie 8 oder sowas. Das heißt, die Frequenz nimmt auch zu von dieser Gravitationswelle. Dann passiert irgendwas Chaotisches, also das ist jetzt keine Simulation, das ist nur eine Skizze von mir. Das heißt, hier haben wir den Zusammenstoß, weil irgendwann kommen sich diese beiden Massen so nah, dass sie zusammenstoßen und verschmelzen. Hier also großes Chaos. Und dann klingt exponentiell diese Gravitationswelle ab, weil wir ja keine Beschleunigung mehr haben. Wir haben eine Kollision, es gibt nur noch eine Masse und vielleicht rotiert die noch irgendwie, aber es wird keine starke Gravitationswelle mehr dann emittiert. Das heißt, es geht exponentiell in die Knie. Und dieses sogenannte Chirp-Signal hatte man also schon in der Theorie auf Supercomputern simuliert für verschiedene Massen. Sie können jetzt 2 weiße Zwerge nehmen, 2 Neutronensterne, 2 große schwarze Löcher, 2 kleine schwarze Löcher, 1 schwarzes Loch und 1 weißen Zwerg, 1 normalen Stern, 1 Riesenstern. Sie können die Erde sich angucken, wie sie um die Sonne kreist. Das heißt, da gibt es übrigens keine Gefahr. Sie können jetzt sich überlegen, ja Moment mal, wenn die Erde um die Sonne kreist und über die Gravitationswellen sich der Abstand verringert, wann ist Feierabend? Kann ich Sie beruhigen? Das ist extrem ineffizient. Da haben wir also Milliarden von Jahren noch Zeit. Da wird irgendwas anderes Schlimmes passieren, aber mit den Gravitationswellen müssen Sie sich keine Sorgen machen. Aber 2 Neutronensterne und 2 schwarze Löcher, die müssen sich Sorgen machen, wenn sie schon relativ nah beisammen sind, weil diese Abstrahlung von Gravitationswellen dann sehr effizient ist und die dann auch sehr schnell miteinander zusammenstoßen. Diese verschiedenen Bereiche haben auch Namen bekommen. Das immer engere Umkreisen, sich annähern, ist der In-Spiral. Das ist wie an der Bar, man kommt sich näher, man lernt sich kennen, man gibt sich ein Getränk aus. Dann kommt hier die Verschmelzung, Kollision. Oder wie der Astrophysiker ganz unromantisch sagt, der Merger. Und danach kommt das Abklingen, das Schütteln, also dieses Endobjekt entsteht aus der Kollision. Und das ist der sogenannte Ringdown, also es klingelt mal heftig, aber dann ist das Klingeln vorbei. Die Gravitationswelle kommt zum Erliegen und deshalb hat man sich also auf die Suche nach solchen Signalen gemacht. Weil Sie müssen sich ja vorstellen, dass wir die ganze Zeit getroffen werden von allen möglichen Gravitationswellen. Es
explodiert eine Supernova da draußen. Das heißt, es gibt einen ordentlichen Bums in der Raumzeit. Das ist ein ganz anderes Signal als das. Dann gibt es vielleicht zwei schwarze Löcher, die sich umkreisen, miteinander verschmelzen. Dann gibt es zwei Neutronensterne. Das heißt, wir werden die ganze Zeit von irgendwelchen Gravitationswellen verschiedener Intensität und verschiedener Frequenz getroffen. Das ist wie wenn Sie alle möglichen Radiosender gleichzeitig hören und Sie wollen ganz bestimmten Radiosender dann hören und erkennen. Und das ist die große Schwierigkeit bei dem Messen in diesem Gravitationswellensalat. Also Sie haben erstmal nur einen Detektor, der in einem ganz bestimmten Frequenzbereich einige 100 Hertz empfindlich ist. Und da hören Sie sozusagen rein und müssen dann in diesem ganzen Salat, was da reinkommt, ein ganz bestimmtes Signal, nämlich zum Beispiel dieses, herausfiltern. Und das ist ein unheimlich schwieriges Geschäft. Also es gibt viele Probleme, die Gravitationswellenforscher haben, erstmal eine Vorstellung zu haben, wie sieht so ein Signal aus. Da kommen also die Theoretiker ins Spiel, die Informatiker, weil man das auf einem Supercomputer dann simulieren muss, was da passiert. Es kommen die Datenexperten ins Spiel, weil man aus den Daten was herauslesen muss. Und natürlich auch die Experimentatoren, die sich Gedanken machen müssen, wie messe ich das überhaupt? Ganz kurz zum Messvorgang. Man benutzt ein Interferometer, das hat also im Wesentlichen diese L-Form. Und entlang dieses Ls werden Laserstrahlen über Spiegel hin und her geschickt. Und die Idee ist einfach, das, was Sie gesehen haben, erinnern Sie sich an die Raupe, an diese Gravitationswellenraupe. Jetzt trifft also hier vielleicht senkrecht zufällig die Gravitationswelle auf dieses L und dann wird dieser Arm gestaucht, während der andere gedehnt wird zum Beispiel. Und dann verändern sich die Abstände zwischen den Spiegeln. Das heißt, im Wesentlichen messen dann die Gravitationswellenforscher eine Veränderung des Interferenzmusters. Wir haben nämlich hier eine Lichtquelle, wo der Strahl auf einen halbdurchlässigen Spiegel geschickt wird. Das bedeutet, ein Teil des Laserlichts, das ist typischerweise Laserstrahlung, geht hier nach oben weg, die andere geht zu dem nächsten Spiegel, dann ist dieser hier und dieser hier total reflektierend. Das Licht kommt also nahezu hundertprozentig zurück. Hier gibt es eine Überlagerung der Lichtwellen. Man muss also das Wellenmodell des Lichtes hier bemühen. Und das ausgekoppelte Licht hier, was dann überlagert, hat ein bestimmtes Interferenzmuster. Jetzt hängt es eben davon ab, was ist der Abstand der Spiegel. Wenn der Abstand so eingestellt ist, dass sich dass von dem einen Arm, also man nennt diese beiden Teile des Ls Arm, dass Wellenberg auf Wellenberg trifft, dann verstärkt sich das Licht. Wir haben konstruktive Interferenz, also maximale Verstärkung. Das heißt, am Ausgang, wenn Sie hier unten beobachten mit Ihrem lichtempfindlichen Detektor, werden Sie maximale Helligkeit messen. Es kann aber auch so der Spiegelabstand eingestellt sein, dass Wellenberg auf Wellental trifft, im nächsten Moment Wellental auf Wellenberg. Das heißt, diese Wellen löschen sich aus. Das geht natürlich nur dann, wenn die immer dieselbe Wellenlänge haben. Das heißt, man benutzt einfarbiges Licht. Und wenn das passiert, haben Sie hier destruktive Interferenz, also kein Signal. Also jemand, der in so einem Zustand in dem Interferometer hier schaut, würde dann messen, dass da gar kein Licht rauskommt. Jetzt sind die typischerweise so eingestellt, dass sie destruktive Interferenz haben. Das heißt, minimale Intensität am Ausgang, und wenn in dem Moment eine Gravitationswelle jetzt reinkommt, verändert sie die Interferenzbedingungen, also sie staucht den einen Arm, dehnt den anderen, dass plötzlich die destruktive Interferenz zerstört wird und dann sehen sie ein Lichtsignal am Ausgang. Und aus diesem Signal heraus können sie messen, wie sehr dieser Abstand sich verändert hat. Und da reden wir also von Bruchteilen von Protonendurchmessern. Und das wurde über im Wesentlichen fast 50 Jahre hinweg wurden diese Detektoren immer besser gemacht. Also es hat nicht sofort funktioniert, dieses Konzept. Die Detektoren mussten immer mehr verbessert werden. In den 1970er Jahren hatte Rainer Weiß angefangen. Aber auch in Deutschland gab es Experimentatoren, die da ganz vorne dabei waren und in Schottland. Die haben sich auch dann ausgetauscht und haben diese Detektoren immer besser gemacht. Und irgendwann hat man es also geschafft. Hier sehen Sie diese L-förmigen Detektoren, also der Spiegel, dieser halbdurchlässige Spiegel ist sozusagen genau hier in dem Kreuzungspunkt jeweils dann angesiedelt. Das ist LIGO in den USA. Das gibt zwei von denen, die im Wesentlichen baugleich sind. Hanford in Washington, äußerster Nordwesten der USA, und Livingston, Louisiana im Süden der USA. Die Distanz 3000 Kilometer von diesen beiden Detektoren.
In Pisa, Italien, haben wir Virgo, 4 Kilometer Armlänge, also das ist immer 4 Kilometer, hier auch 4 Kilometer. Es gibt einen kleinen Detektor, der schon früher gestartet hatte, in der Nähe von Hannover, in Rute, mitten im Feld, 600 Meter Armlänge. Und jetzt im Februar 2020 ins Rennen gegangen, ist der unterirdische Detektor in Japan namens Kagra, auch mit großen Dimensionen, 3 Kilometern Armlänge. Das ist also ein Detektor, der dort misst. Immer Laserinterferometer, die versuchen, Gravitationswellen aufzuspüren. Was man dann gemessen hatte, war dieses Signal. Also es ist genau das, was ich Ihnen als Sketch gerade gezeigt habe. Wir haben hier im Wesentlichen Strain, ist wieder die Gravitationswellenamplitude über der Zeit. Das heißt, man muss auch dann gerade zur richtigen Zeit den Detektor angeschaltet haben, weil Sie sehen hier, das Signal dauerte nur von 0,3 ungefähr bis vielleicht 0,45 Sekunden. Also nach 0,1 Sekunden war der Spuk schon vorbei. Bei einer Supernova ist es genauso. Die Supernova, eine Sternexplosion, erzeugt auch dieses Beben der Raumzeit und dann ist der Spuk wieder vorbei. Deshalb ist es den Supernova-Forschern immer wichtig, dass wenigstens ein Detektor, am besten zwei, noch besser drei Detektoren angeschaltet sind. Denn es gibt nicht so oft Supernova-Explosionen in der Milchstraße. Das wäre ja dann auch eine besonders starke Erschütterung. Wenn die Supernova in der Nachbargalaxie sich ereignet, dann ist die Gravitationswelle des Beben der Raumzeit deutlich geringer, weil der Abstand ja größer ist. Das heißt, es ist sehr beunruhigend, wenn dann mal die sagen, wir schalten gerade einen Detektor ab und dann ist der Supernova-Forscher, der denkt sich dann, oh, hoffentlich kommt jetzt keine Supernova, weil sonst ist, dann sehen wir es nicht mit Gravitationswellendetektoren. Denn es sind wahnsinnig kurze Signale. Was Sie hier davor und danach sehen, ist im Wesentlichen Rauschen. Das heißt, der Detektor, es gibt immer ein Grundzittern dieser Spiegel, die bewegen sich ja gegeneinander, zum Beispiel weil Lichtteilchen drauf treffen oder weil Wärmebewegung stattfindet. Wärme bedeutet eine mikroskopische Bewegung von Atomen und die bewirkt auch ein Zittern der Spiegel. Das heißt, diese ganzen Störungen, diese ganzen Untergrundprozesse, die muss man berücksichtigen. Das hat eben auch dazu geführt, dass es so lange gedauert hat, bis überhaupt der Durchbruch dann messbar war. Wenn man diese Wellenform, also es wurde in Hanford und in Livingston ein Signal gemessen mit einem leichten Zeitversatz. Aus diesem Zeitversatz kann man übrigens bestimmen, wo ungefähr am Himmel sich dieses Ereignis dann ereignet haben muss. Denn stellen Sie sich vor, Sie haben hier den einen Detektor, da den anderen. Die Welle kommt von da, dann klingelt erst der eine Detektor, dann läuft die Welle mit Lichtgeschwindigkeit weiter und dann klingelt der andere Detektor. Es kann aber auch sein, dass die Quelle genau senkrecht auf der Verbindungslinie liegt, dann klingeln beide gleichzeitig. Und so haben Sie also eine Richtungsinformation und Sie merken, mit zwei Detektoren sind Sie sehr beschränkt. Sie können nämlich dann das Ereignis nur auf einem Kreis einschränken. Am besten sind drei, am besten noch vier oder fünf Detektoren, die gleichzeitig messen, weil dann können Sie eben sehr genau am Himmel feststellen, wo das Signal hergekommen sein muss. Die Theorie sagt Ihnen dann, also Sie müssen sich vorstellen, es gab Vorarbeiten von den Theoretikern, die jetzt verschiedene Objekte simuliert haben, die miteinander verschmelzen. Wie gesagt, zwei weiße Zwerge, zwei Neutronensterne, zwei kleine schwarze Löcher, zwei große schwarze Löcher, ein großes schwarzes Loch, ein kleines und so weiter. Das heißt, Sie haben einen ganzen Satz von diesen komischen Zappellinien und versuchen dann aus der Messung diejenige zu finden aus mehreren hunderttausend, die am besten passt. Das ist also eine Anpassung an theoretische Kurven. Das sind übrigens auch diese ganz dünnen Linien, die Sie hier sehen. Das ist aus der Theorie. Hier dünn und so gelblich-rot und hier hellblau. Und die folgt also sehr gut diesem Messsignal. Und dann hat man also eine bestimmte Wellenform gefunden, die am besten passt. Und was war das? Das waren zwei schwarze Löcher, eines mit 29, eins mit 36 Sonnenmassen. Und daraus ist also ein schweres schwarzes Loch entstanden. Das war am 14. September 2015. Wir haben an dem Tag natürlich nichts erfahren, denn die haben natürlich erstmal Stillschweigen bewahrt damals, denn man musste sich ja ganz sicher sein. Das ist, also stellen Sie sich vor, man haut da einen raus und sagt, wir haben Gravitationswellen gemessen und dann guckt man genauer hin, guckt sich die Daten genauer an, stellt fest, oh, da haben wir Mist gebaut, also wäre die Blamage dann groß gewesen. Also wichtige
Entdeckungen erfordern auch extrem gewissenhaftes Überprüfen, haben die sauber gearbeitet. Man hat dann mehrere Komitees, die natürlich draufschauen. Man fragt einen anderen Experten, das hat also ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Im September, Mitte September war die Messung und im Februar 2016 war die Pressekonferenz mit der erfolgreichen Messung. Es gab dann noch weitere Ereignisse, die man gemessen hatte, auch im Jahr 2015 noch. An Weihnachten gab es ein Signal und danach gab es weitere Beobachtungsläufe. Schließlich kam der schon angekündigte oder gezeigte Detektor Virgo dazu. Man spricht jetzt von der LIGO-Virgo-Kollaboration, die also zusammenarbeiten. Kagra ist jetzt auch mit dabei. Das heißt, die versuchen natürlich auch immer gleichzeitig zu messen, gleichzeitig ihre Detektoren anzuschalten, damit man also hier dasselbe Signal messen kann. Man hatte eben nur zwei Detektoren, nämlich die beiden LIGO-Detektoren, und konnte deshalb den Ort am Himmel nicht sehr genau eingrenzen. Das war dann diese Bananenform, also im Wesentlichen ist es eine deformierte Form von einem Kreis, was sie machen können mit zwei Detektoren, das hat diese Bananenform. Und die Farbe bedeutet jetzt von den Konturlinien, also überblendet ist erstmal eine optische Aufnahme, ein Teil der Milchstraße. Sie sehen hier die große Magellanische Wolke liegt in dieser Banane drin und hier liegt die kleine Magellanische Wolke. Hier geht das Band der Milchstraße durch. Hier haben wir das Zentrum der Milchstraße im Sternbild Schütze und Skorpion. Und überlagert es also die Konturlinie von den Gravitationswellenforschern. Das heißt, die konnten nur auf diese Banane den Ort der beiden schwarzen Löcher, die da verschmolzen sind mit etwa 30 Sonnenmassen, das konnten die nur auf diese Banane eingrenzen. Man hat es nur mit Gravitationswellen, nur mit LIGO beobachtet. Es gab kein, auch danach, man hat es versucht, eben Röntgenstrahlung oder optische Strahlung, Nahinfrarot. Alle möglichen Astronomen haben dann diese Banane abgesucht und haben geguckt, gab es da zeitgleich auch andere Strahlung. Wenn zwei schwarze Löcher verschmelzen, vielleicht gibt es da noch andere Strahlung im elektromagnetischen Bereich. Man hat leider nichts gefunden. Wenn Sie auch diese Banane einem Astronomen präsentieren und sagen, kannst du mal gucken? Dann sagt er, was? Denn diese Banane ist ja fast so groß wie der Himmel, übertrieben gesagt. Das heißt, also da abzusuchen, das können Sie abhaken. Mit zwei Detektoren konnte man das einfach nicht scharf genug eingrenzen. Das wurde dann besser, als Virgo dazu kam. Dann wurde diese Banane eben deutlich kleiner. Aber ein Laie würde jetzt sagen, ja guck mal, die Banane geht genau über die große Magellanische Wolke. Die zwei schwarzen Löcher waren in der großen Magellanischen Wolke. Große Magellanische Wolke ist 170.000 Lichtjahre entfernt. Das ist weit. Kosmologisch betrachtet ist es nah. Denn man konnte aus der Stärke des hier gemessenen Signals und der Kenntnis, dass es 32 Sonnenmassen schwarze Löcher waren, konnte man die Entfernung bestimmen. Das mag die Richtung gewesen sein der großen Magellanischen Wolke, aber die Entfernung war viel, viel, und wir reden hier von einigen Zehnerpotenzen, viel weiter, nämlich 1,3 Milliarden Lichtjahre. Das ist 1,7 mal 10 hoch 5, 1,3 mal 10 hoch 9. Also ein Faktor 10.000 Unterschied, das war vielleicht 10.000 mal weiter weg, muss es gewesen sein als die große Magellanische Wolke und wahrscheinlich eben in dieser Banane. Also auf jeden Fall extragalaktisch, außerhalb der Milchstraße. Und das kann man eben bei allen diesen Signalen bestimmen. Was waren es für zwei Objekte und wie weit waren sie entfernt? Es war dann auch relativ klar, ich hatte schon gemutmaßt, dass es vielleicht 2016 klappen würde mit dem Nobelpreis, denn die Messungen wurden ja im Februar 2016 bekannt gegeben. Es gab aber dann einen anderen Nobelpreis 2016. 2017 wurden dann die Gravitationswellenforscher von LIGO ausgezeichnet. Auch hier eine schwierige Aufgabe, weil es sind einige tausend Wissenschaftler beteiligt. Das sind natürlich die führenden Köpfe. Er, Rainer Weiß, hat in den 1970er Jahren am MIT in den USA angefangen, diese Laserinterferometer zu bauen. Kip Thorne ist, würde ich sagen, der berühmteste Relativitätstheoretiker der Welt, nachdem Stephen Hawking gestorben ist. Und Barry Barish hat sich dann verdient gemacht als einer der Leiter, wissenschaftlichen Leiter von dem LIGO-Experiment. Die hatten also Nobelpreis 2017 für Physik bekommen. Ich hatte ein exklusives Interview geführt im Januar 2017 mit Rainer Weiß. Das habe ich verschriftlicht. Wir hatten da eine Stunde miteinander telefoniert. Können Sie gerne nachlesen in meinem Buch 10 Dinge, die Sie über Gravitationswellen wissen wollen. Da kommen auch andere
Leute in Interviews zu Wort, auch Ewald Müller zum Beispiel, der Supernova-Explosionen erforscht, Theoretiker, die diese Signale analysieren, aber auch Datenanalysten, die sich genau eben diese Schwierigkeit stellen, die Daten, die Messsignale sozusagen herauszufiltern. Also können Sie gerne dann dort nachlesen. Die weiteren Signale, also die werden dann immer mit GW und dem Datum bezeichnet. Das Datum lesen Sie von hinten nach vorne, Tag, Monat, Jahr, also 14. September 2015. GW steht für Gravitationswelle oder Gravitational Wave. Wenn diese statistische Signifikanz des Signals hoch genug ist, dann bekommt es den Namen GW, dann ist es also ein echtes Gravitationswellensignal. Es gibt viel, viel mehr Signale, die sozusagen Kandidaten sind, deren Signifikanz eben nicht hoch genug ist. Wir reden jetzt also nur von bis heute etwa 12 Signalen, die man gemessen hat, von denen man sich sicher ist, dass es eben wirklich astronomische Quellen waren. Es waren fast alles zwei schwarze Löcher, die miteinander verschmolzen sind, bis auf einen Fall, da waren es zwei Neutronensterne, die miteinander verschmolzen sind. Also hier sehen Sie einen geringen Teil von allen Signalen. Ich zeige Ihnen noch eine andere Darstellung. Vielleicht noch ein Wort zu einem ganz, ganz wichtigen Signal, denn das einzige Mal, dass man auch ein Nachleuchten im elektromagnetischen Bereich gemessen hat, das ist also hier eine künstlerische Darstellung, hier Illustration, Ausrufezeichen, es sind also wirklich zwei Neutronensterne miteinander verschmolzen. Wir erinnern uns, das sind die Überbleibsel von massereichen Sternen aus Supernova-Explosionen. Ein Neutronenstern hat 1 bis 2,5 Sonnenmassen, ungefähr 20 Kilometer Durchmesser, ist also fast ein schwarzes Loch. Und weil die aus Neutronen bestehen, die haben übrigens auch noch eine Kruste aus Eisen, haben eine Atmosphäre, das sind also eher noch sternartige Objekte als schwarze Löcher. Das heißt, wenn die miteinander zusammenstoßen, dann erwarten wir auch auf jeden Fall elektromagnetische Emission. Und es war dann tatsächlich soweit, es gibt hier einen schönen Comic, der das illustriert, es gab das Beben der Raumzeit, was sich ausgebreitet hat. LIGO hat die gespürt, hier LIGO in Hanford und Livingston. Dann gab es einen Blitz aus derselben Region und der Gamma-Satellit Fermi hat diesen Blitz gesehen und viele andere Teleskope in anderen Wellenlängenbereichen auch. Das heißt, erst gab es den Bums in der Raumzeit, dann gab es den Blitz in verschiedenen Wellenlängenbereichen, zeitlich verzögert. Und das war natürlich ein Glücksfall. Dieses Ereignis wurde am 17. August 2017 gemessen, GW 170817, ereignete sich in dieser Galaxie, hier eines der Bilder vom HST steht ja für das Weltraumteleskop Hubble. Das heißt, hier hat man tatsächlich an einem bestimmten Ort in dieser Galaxie, die ja 130 Millionen Lichtjahre entfernt ist, ein Aufflammen gesehen. Also man sieht hier am 22. August sehr hell, Tage danach wird es schon dunkler und verglimmt sozusagen. Das heißt, man hat wirklich einen Blitz gesehen, ein Nachleuchten von dem Verschmelzen zweier Neutronensterne. Das war also eine ganz wichtige Geschichte. Aber es gibt noch viele Ereignisse, die fehlen, die man noch nicht beobachtet hat. Bislang eben nur im Wesentlichen schwarze Löcher, weil das einfach die heftigsten Beben in der Raumzeit erzeugt. Und ich wollte Ihnen jetzt noch das jüngste Signal vorstellen, was vor wenigen Wochen veröffentlicht wurde. Gemessen wurde es schon im dritten Beobachtungslauf von LIGO und Virgo am 21. Mai 2019. Sie sehen hier eine Illustration, was da passiert sein muss. Es waren zwei besonders massereiche schwarze Löcher, die verschmolzen sind miteinander. Hier eben dargestellt, das Durchbruchsereignis vom 14. September sehen Sie hier. Das waren diese beiden schwarzen Löcher mit ungefähr 30 Sonnenmassen. Und hier sehen Sie viel größere schwarze Kugeln. Das waren nämlich viel, viel schwerere schwarze Löcher, viel massereicher als in anderen Fällen, die man bisher überhaupt gemessen hat. Was war da passiert? Also erstmal war es nicht dieses Signal, was ich Ihnen so lang und breit vorgestellt habe, dieses Chirp-Signal sah ganz anders aus. Es sah eher aus wie ein Knall. Also hier ist nochmal das Bild zu sehen, wie das Signal aussah. Das war hier ein Umkreisen dieser beiden schwarzen Löcher. Dann sind die zusammengeklatscht und dann haben sie eine Frequenz von ungefähr 60 Hertz, also sehr geringe Frequenz nur, erreicht. Und aus dieser vielen Information der Welle
kann man eben, das hat auch nur 0,1 Sekunden gedauert, also das liegt immer daran, man hat immer nur ein bestimmtes Frequenzfenster, wo der Detektor empfindlich ist. Wenn wir über alle Frequenzen messen könnten, würde man schon viel früher feststellen, wie die beiden Massen sich immer näher kommen, immer näher kommen. Also im niederfrequenten Bereich fängt das natürlich an und wandert dann in den hochfrequenten Bereich, bis es dann eben dieses Klatschsignal gibt am Schluss bei ungefähr einigen 100 Hertz typischerweise. Supernova-Explosionen weiß man aus den Simulationen, aus der Theorie, die sind viel hochfrequenter. Die haben 1000 Hertz, also nochmal 10-mal mehr als diese typischen Gravitationswellensignale. Das ist gerade am Rand dessen, was man zurzeit messen kann mit diesen Detektoren. Also bei ungefähr 1000 Hertz schneidet es ab. Wir können immer nur, wie mit unseren Augen, können wir kein Nahinfrarot sehen, kein Radiowellen und auch kein Röntgen. Wir können nur diesen schmalen Ausschnitt des optischen Bereichs sehen. Und bei den Gravitationswellenforschern ist es genauso. Die aktuellen Detektoren können bei etwa 10 bis 200 Hertz oder sowas gucken, nur in diesem Frequenzband. Natürlich wuselt es auch in den anderen, bei den anderen Frequenzen, aber das kann man halt leider noch nicht sehen. 9 Sonnenmassen wurden in Gravitationswellenenergie umgewandelt. Das heißt, es sind 2 schwarze Löcher miteinander verschmolzen, halten sich fest, von 85 und 66 Sonnenmassen. Also selbst das eine davon war massereicher als alles, was bisher gemessen wurde. Und das resultierende schwarze Loch hat 142 Sonnenmassen. Das heißt, zum ersten Mal hat man die Mittelgewichte schwarzer Löcher. Ab 100 Sonnenmassen spricht man davon. Es wurde diese magische Grenze von 100 Sonnenmassen überschritten. Und das ist schwierig für die Astrophysiker, weil sie müssen jetzt versuchen zu verstehen, wie können überhaupt solche schwarze Löcher entstehen. Normalerweise entstehen die ja in einem Kollaps von massereichen Sternen, aber auch da gibt es nicht beliebige Massen, die möglich sind. Es gibt die sogenannten Paarinstabilitäts-Supernovae. Das passiert bei sehr, sehr massereichen Sternen, die ungefähr 120 Sonnenmassen überschreiten. Dann haben sie so viel, ist die Hitze im Inneren des Sterns so groß, dass aus dieser Energie Paare von Teilchen entstehen, Teilchen, Antiteilchen, also Elektron-Positron-Paare. Und die führen unheimlich viel Energie weg von dem Stern, sodass der direkt sozusagen explodiert, ohne irgendwas übrig zu lassen. Kein schwarzes Loch. Und erst wenn sie viel massereicher werden, also das versuchen natürlich die Sternentwickler zu verstehen, dann können sie schwarze Löcher überhaupt bilden mit solch großen Massen. Also diese Beobachtung wirft viele Fragen auf für die Theorie der Sternentwicklung und auch, wie schwarze Löcher überhaupt entstehen. Es könnte sein natürlich, dass viele kleine schwarze Löcher, das wäre so ein wahrscheinliches Szenario, viele kleine schwarze Löcher miteinander verschmelzen und dann kommt eben irgendwann auch mal sowas raus. Also das ist die große Frage, ob es vielleicht auch ein sehr, sehr massereicher Stern war und es direkt kollabiert ist. Die Epoche, in der dieses Objekt lebte, ist von uns zeitlich betrachtet 7 Milliarden Jahre entfernt. Das ist sozusagen vor 7 Milliarden Jahren in der Vergangenheit hat sich das ereignet. Oder eben ausgedrückt in kosmologischer Rotverschiebung ist es 0,8. Zum Vergleich mit diesem Z, sind Sie damit vertraut? Die fernsten Galaxien, die man optisch sehen kann, haben Z von 10 ungefähr. Und das älteste Signal, was die Menschheit überhaupt messen kann, die kosmische Hintergrundstrahlung im Mikrowellenbereich, hat ein Z von 1100. Und da dazwischen sozusagen ereignete sich die Entstehung von Sternen und Galaxien. Ganz kurz eine Galerie. Hier sehen Sie jetzt nur die Gravitationswellenereignisse mit Verschmelzungen von 2 schwarzen Löchern. Also man hat noch nicht beobachtet, dass ein schwarzes Loch mit einem Neutronenstern verschmilzt. Man hat ansonsten nur einmal beobachtet, dass 2 Neutronensterne verschmolzen sind. Das ist dieses GW170817. Das fehlt hier, das Neutronensternsignal. Und wenn Sie die durchzählen, sind es also 11 gesicherte Signale von Verschmelzungen schwarzer Löcher. Das sind also die 2 Ausgangslöcher und das ist das Loch, was daraus entstanden ist. Und hier ist einfach die Masse aufgetragen von den schwarzen Löchern in Sonnenmassen. Und Sie sehen also das Signal, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Das war der heftigste Booms in der Raumzeit. GW190851 ist also ein schwarzes Loch mit eben 142 Sonnenmassen entstanden. Das ist dieser Riesenprügel da rechts oben. Und das ist eben sozusagen das erste Signal, das Durchbruchssignal ist dagegen Kindergeburtstag gewesen. Das war hier GW150914. Das war im September 2015 gemessen worden.
Dann gab es ja noch das Weihnachtssignal, 26. Dezember 2015, auch schwarze Löcher. Aber das stellt sozusagen alles in den Schatten. Aber ich bin überzeugt, es wird weitere Ereignisse geben, die vielleicht es noch mehr übertrumpfen werden. Also das ist auch nur eine Frage der Zeit. Ich würde noch ganz kurz zum Abschluss was zu den aktuellen Detektoren sagen. Kagra in Japan ist also seit Februar 2020 im Geschäft. Das Besondere an diesem Detektor ist, er ist die Spiegel sind komplett anders aufgebaut, anderes Material, Saphir, und damit auch mit der Kühlung auf 20 Kelvin können Sie besonders das thermische Rauschen, was ein Problem ist, reduzieren. Das heißt, der Frequenzbereich von diesem Detektor liegt zwischen 5.000 und 10.000 Hertz. Sie können die alle miteinander vergleichen und das ist halt bei dem Detektor ganz gut, dass der übrigens sich hier in Japan befindet. Da kann man auch sich fragen, Japan? Erdbeben? Hallo? Aber offenbar hat man das alles so gut im Griff. Also diese ganzen Störungen, Erdbeben, sind bei anderen Frequenzen. Und das ist übrigens auch der Vorteil, wenn man hier in den Untergrund geht. Das wird dann also weitestgehend abgeschirmt. Aber das haben die natürlich sehr genau sich angeschaut, damit der Detektor auch an einem günstigen Ort aufgebaut wird. Ein weiteres Projekt, was in der Planung ist, ist das sogenannte Einstein-Teleskop. Hier ist der Starttermin unsicher, die Finanzierung ist leider noch unsicher. Hausnummer ist, es wird 2 Milliarden Euro kosten ungefähr. Das ist im Vergleich zum Teilchenbeschleuniger ein Bruchteil davon. Also diesen Teilchenbeschleuniger sind deutlich teurer. Aber natürlich ist es kompliziert. Sie sehen, es ist nicht mehr die klassische L-Form. Es hat eine Dreiecksform. Die Armlänge jedes Arms hier, jeder Seite des Dreiecks sind 10 Kilometer, also deutlich länger. Das hat natürlich einen Einfluss auf die Frequenz, die gemessen werden kann. Es soll sich auch unter der Erde befinden. Und der Frequenzbereich ist also hier, sehen Sie, 2 bis 40 Hertz, ist also bis 10 Kilohertz, ist also auch ähnlich groß wie bei Kagra. Man möchte vor allem dann bei dem niederfrequenten Bereich mittelschwere schwarze Löcher, wie gerade bei diesem Monstersignal, was ich Ihnen vorgestellt habe, messen. Und die Ansage ist von den Leuten, die das entwickeln, es soll 10-mal empfindlicher sein als LIGO, was da ja momentan in den USA sehr erfolgreich Messungen durchführt. Der Standort ist unklar. Aktuell diskutiert wird die Mittelmeerinsel Sardinien oder auch im niederländisch-belgisch-deutschen Dreiländereck irgendwo zwischen Eindhoven, Leuven und Aachen. Habe ich hier 2 Millionen geschrieben? Das ist falsch. Das wäre schön. Also bitte Milliarden. Milliarden Euro. 3 Nullen mehr. Je nachdem, also vermutlich wird in den nächsten 5 Jahren eine Entscheidung getroffen, ob das kommt, wann es kommt und wo es kommt. Aber wenn das dann in den nächsten 5 Jahren entschieden ist, könnte dieser Detektor Ende der 2020er gebaut werden. Man beginnt dann damit und in den 2030ern könnte dann der Betrieb losgehen. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Detektor hier. Ein Mammutprojekt, wo man in den Weltraum gehen will. Die Armlänge ist hier deutlich größer. Sie können dann auch im niederfrequenten Bereich messen, dort, wo jedweder Detektor auf der Erde nicht messen kann. Und das wird interessant, weil dann können Sie plötzlich ganz andere Quellen sehen, nämlich die Brummer sozusagen, die mit den besonders tiefen Gravitationswellenfrequenzen, zum Beispiel weiße Zwerge, die sich umkreisen, oder auch zwei Galaxien, die sich umkreisen, die sehr schweren schwarzen Löchern in den Zentren mit einem großen Abstand brummen sozusagen. Und dann könnte man eben mit Hilfe dieses Detektors die Messungen durchführen. Wir hatten einen Beitrag von beteiligten Forschern im April vom letzten Jahr, können Sie nochmal nachlesen. Und der Stand ist nach wie vor, dieses Projekt soll 2034 starten. Eventuell, wenn es dann zu dem Einstein-Teleskop kommt, würden dann also diese neuen Detektoren ins Rennen gehen. Letzte Folie, dann haben Sie es geschafft. Was fehlt noch auf der Wunschliste? Wie gesagt, man hat noch keine Supernova mithilfe der Gravitationswellen aufgespürt. Es gibt 2 bis 3 Sternexplosionen pro Galaxie pro Jahrhundert. Es kann also sein, wenn der Detektor gerade aus ist, dass uns das Signal dann entgeht. Das wäre schade. Was man auch noch nicht gemessen hat, weil es im anderen Frequenzbereich stattfindet, sind die supermassereichen schwarzen Löcher und die weißen Zwerge, die sich umkreisen. Die brummen, wie gesagt, in den tiefen Frequenzbereich. Da müssen wir also auf den Detektor LISA warten. Und was noch sehr, sehr ferne Zukunftsmusik ist, das haben mir die Gravitationswellenforscher in den Interviews bestätigt,
Es wird also eher 10, 20, 30 Jahre noch dauern, bis man den ultimativen Gravitationswellenschlag sozusagen messen können wird, nämlich den Urknall selbst. Der muss natürlich auch Gravitationswellen erzeugt haben, die primordialen Gravitationswellen vom Urknall selbst. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Geschäft und das wird schwierig, das überhaupt dann zu messen. Auch da gibt es schon Vorstellungen aus der Theorie, wie das Signal aussehen muss. Aber überlegen Sie sich mal, was man in den 100 Jahren geschafft hat, seit diese Wellen überhaupt vorhergesagt wurden. Das ist ein Wahnsinnsdurchbruch. Und ich denke mal, die nächsten Jahre wird es für die Astronomie besonders spannend werden in dem Gravitationswellensektor. Vielen Dank.